von Team Silverwatch gegen Team Alternate. So, und die Community ist gespalten. Sagen, dass es ein enges Match wird. 89 Greed, also mir ist Alternate sympathisch, aber ich vermute, es werden es schwer haben. Und Formex 95, enges Ding, denke aber, Alternate macht's. So, das erste Knife, der erste Knife-Kill geht auf jeden Fall schon mal auf Seiten von Serverforge. Kann Asmov jetzt refragen, Crystal und Solek holen sich da auch noch zwei und jetzt hat man eine Two-on-Two-Situation. Alle Spieler sind angemessert, aber Rack kann da auch nichts mehr machen, wird jetzt von Serverforge rausgenommen. Und ich denke, sie werden natürlich auf der CT-Seite stehen bleiben und dort das Match beginnen. Ja, zumindest kommt schon mal die Frage von Felix, ob sie ready sind und Bivo bestätigt das mit dem spanischen Sieg. Und nun soll es dann finally losgehen. Also los geht's, meine Freunde. Team Serverforge gegen Team Alternate im EMS One Qualifier Route 2 Germany 2014. Immer schwierig. So. Wenn ihr die Crosshair-Settings haben wollt, einfach Ausrufezeichen Crosshair eingeben. Und dann seht ihr Knochen-Settings. Das sind nämlich Knochen-Crosshair-Settings, außer der Dot. Gut, Aufbau. Sehen wir sehr verhalten von Alternate, bleiben erstmal defensiv stehen, auch in der falschen Mitte sehr defensiv, erwarten also einen Offensiv-Push und Rax läuft ihn da jetzt quasi auch in der T-Schräge rein, wird da jetzt auch rausgenommen, aber kann zumindest noch die, oh nein, wird sogar noch geteamkillt von Crispy, was aber zum Glück in der ersten Runde nicht so schädlich ist, da man sowieso kein Geld übrig hat. Auf jeden Fall der Offensiv-Push nicht funktioniert, konnten da komplett defensiv stehen, jetzt wird man splitten, das heißt man wird erstmal B agieren und dann über den Teppich kommen. Großes Problem gerade in dem Augenblick. Neon ist in diesem Augenblick weggeschoben, hat also keine Kontrolle mehr über den Teppichgang. Aber Mitte wird ausgeschlossen und jetzt sieht man B-Zugriff und das wird auf jeden Fall aufgehen. Beide Spieler von A schieben auch schon. Felix ist on-spot und kann die beiden Spieler extern halten. Und jetzt kann Felix noch ein bisschen Damage machen, aber der erste Spieler geht auch schon wieder zurück. Das ist Neon. Und zur gleichen Zeit wird auf dem A-Spot gelegt. Trotzdem bleiben wir jetzt mal auf Felix. Der kann geklärt werden. Und dann haben wir die 3-on-3-Situation. Aber Straven mit einem HP nicht mehr. Ja. Mit dem größten Einsatzgebiet. So, schöner Laufweg von Neon. Wollte da über den Teppichgang kommen, aber Asmo kann das wichtige Duell da holen in dem Augenblick. Und jetzt hat man dann natürlich eine 3 gegen 2 Situation. Straven 1 HP. Das wird quasi nicht mehr machbar sein. Crispy kann den Frag nicht setzen. Und hat jetzt 3 vor sich. Das Spiel sieht vernünftig aus. Und damit ist die erste Runde für Alternate schon gegessen. Ja, grundsätzlicher Baustein war selbstverständlich, dass man hier Mitte unten gewartet hat. Sogar erwartet hat, dass ein offensiver Spieler kommt. Rax namentlich war es dann, wurde abgeaimt und konnte dann quasi aus der Zange nicht mehr raus. Danach hat man den B gefaked mit zwei Spielern und ist über den Teppichgang auf den A-Spot gegangen. Und es hat perfekt funktioniert in diesem Augenblick. Das Timing hat auch einfach gestimmt. Und jetzt gucken wir uns an, wie der Aufbau stattfindet. So, wir sehen Serverforge defensiv gestaffelt. Zeigen sich da überhaupt gar nicht, außer in der Mitte der Rax. Der kriegt direkt mal ein Brett von Felix. Und sonst muss man jetzt erstmal sehr verhalten spielen. Viel machen kann man da nicht. Offensiv-Moves werden von Alternate hier diszipliniert abgegammelt. Also man sieht es, die Linie steht. So, der kann den Fractor setzen, geht mit seiner P250 vor, möchte den B-Spot clearen. Sie sind sich aber nicht sicher, ob da nicht noch mehr gestaffelt ist. Wir gehen jetzt mal auf Bivo, wie viel der jetzt noch holen kann. Wird aber instant rausgenommen. Und also das sind nur noch Crispy und Neon. Die beiden können selbstverständlich sogar ihre Pistols durchsafen, was sie auch machen werden. P250 und die 5-7 möchte man mit in die nächste Runde nehmen. So, damit die zweite Runde quasi schon besiegelt. Und Serverforge
können wir uns jetzt unter die Lupe nehmen, ob sie eventuell die nächste Runde offensiv spielen werden oder ob sie das gleiche spielen werden. Defensiv auf den Maps. Und ich glaube, ich habe was vergessen und zwar. Gucken wir mal. So, wir gehen wieder Ingame und sehen denselben Aufbau. Und Serverforge ist wieder defensiv, also zeigen sich da gar nicht. Neon ist der Einzige, der im Haus dann auch ein bisschen rumsneakt. Sich ein bisschen da präsentiert, vielleicht die Fokus ein bisschen auf die falsche Mitte setzen möchte. So, und Rax wird jetzt da den Contact gegen Solek haben. Boah, einen direkt Headshot gegeben, oder zumindest hat es sich nur so angehört, und kann den Frag gegen Solek setzen. Solek da aber auch sehr, sehr optimistisch, einfach die Mitte hochgeschlichen und hat dann versucht, da auf Balls zu gehen. Und jetzt sehr weit auseinander. Also Asmo ist anfällig für einen Push. Rax ist da relativ alleine. Crystal versucht jetzt wieder hier alleine die Mitte hochzugehen, so ähnlich wie Solek. Aber ich glaube, das ist eher nur dafür da gewesen, um ein bisschen Stress zu machen, ein bisschen Sounds zu machen. Rax schließt jetzt da auch lang aus, hat jetzt sogar da die Kontrolle. Und schiebt auch sofort schon rüber. Und Bivo kann den ersten Frag setzen. Und jetzt hat man hier eventuell sogar die Möglichkeit, die Eco für sich zu entscheiden. Also, die Frags müssen jetzt schnell fallen auf dem B-Spot. Rax nur noch mit 8 HP. Man hat jetzt den Spot eingenommen. Vielleicht immer noch der Vorteil bei Alternate. Aber nicht ganz klar deklarierbar. Nein, und jetzt holt Bivo sogar noch den nächsten Frag. Rach 8 HP. 2 gegen 3 Situation und Bivo hat eine Waffe. Also, das kann hier ganz klar die Runde für Serverforge werden. Wäre auf jeden Fall eine wichtige Runde. Jetzt bleibt man erstmal defensiv, muss darauf warten, dass die Spieler von... Oh, sehr schöner Frag von Felix. Felix! Wow, das war ein richtig dickes Brett. Ja, und Neon versucht jetzt eigentlich nur noch die Waffe durchzubringen, aber sehr, sehr stark von Felix gespielt, da schöne Bretter verteilt und so muss das sein. Fokus 100% entscheidet damit auch die Runde. Also 3:0, trotzdem starke Eco von Serverforge. Alternate hat es ihnen ein bisschen leicht gemacht, sind da jeweils immer einzeln vorgegangen und wurden dann von der Pistole gepickt. Und jetzt die Situation. Erste Buyround. Gucken wir, wie Serverforge das spielt. So, Rax wird da immer wieder alleine in dem Gammel-Eck gelassen. Und von Crispy über kurz supportet. Beziehungsweise Crispy kümmert sich da auch ein bisschen um Neon. So hundertprozentig festgesetzt ist das nicht. Felix, Asmo, Solek sind da jetzt gerade in der Banane komplett offensiv. Und jetzt gucken wir mal. Solek möchte da die erste Granate werfen. Vielleicht machen sie da jetzt einfach einen ganz klassischen B-Go. Ja, die Granaten kommen auf jeden Fall. So, und dann gehen wir auf Bivo, der jetzt gerade hier die Top-Position dafür hat. Wird aber extrem hart abgeflasht. Ist da sogar noch in der Molotov drin gewesen, aber hat nicht allzu viel Schaden gemacht. Trotzdem, man geht jetzt da über die City-Base und da steht Crispy und da stehen Straven. Und können diesen ganzen Rush erstmal aufhalten. Trotzdem, Rack, One-on-Two-Situation. Also, Alternate konnte gegenhalten, aber Bivo steht da. Und pflückt sich den letzten Spieler von Alternate und holt damit die erste Runde von für Team Serverforge. So. Mal gucken. Grundsätzlich von Alternate gut gespielt. Banane wurde eingenommen, hat den klassischen B-Go gemacht. Die Granaten kamen perfekt. Also Spot war übelst flashed und hat dann auch sogar noch die Molotov hier hingesetzt, um da ein bisschen Schaden zu machen. Aber Crispy sehr früh geschoben und konnte dann zusammen mit Straven, oder mit Bivo war es, glaube ich, extrem starken Damage machen, die Flex easy holen. Und jetzt hat Alternate sogar die Eco. Nur P250 holen sich keine Rüstung. Man sieht es, das ist natürlich ein perfekter Call. So kann man eine Runde mit einer vernünftigen Waffe spielen und danach trotzdem komfortabel kaufen. Also full equipped sogar. So, jetzt wurde die Mitte gerade aufgegeben. Das Timing ist jetzt perfekt eigentlich. Und Rax muss jetzt gucken, dass er auf lang nicht zu leicht fällt. Beziehungsweise, dass er genug Frags holt. Zack, Rax mit dem ersten.
Wir bleiben da weiterhin auf Rax. Der musste jetzt gerade die Position aufgeben, spielt das aber jetzt zusammen mit seinem Mate. Zieht rum. Und der Zugriff von Alternate funktioniert im klassischen Sinne, nur die Frags fallen nicht. Dementsprechend hat Serverforge jetzt hier die zweite Runde. So, damit nächste Equipped Round. Rax mit der AWP in der Mitte. Oh, gute Flash, die da kommen von Alternate. Also alles besprochen. Sogar die Anti-Flashes gegen die Mitte, alles sitzt da. Aufbau sehr verhalten. Banane erstmal so passiv kontrolliert. Und in der falschen Mitte sehen wir Rax, der ein paar Banks startet. Und Crystal, der jetzt hier den Teppichgang, na gut, hat nur ein bisschen Krach wieder gemacht. Also scheinbar möchte man hier doch wieder den Fokus auf A setzen, aber dann wieder Richtung B rotieren. Hat man ja eben schon gemacht. Und die Frage ist, ob das Ganze wieder aufgehen wird hier. Und Serverforge, die spielen gar nichts, sondern die spielen weiterhin ihren Aufbau, wie sie es da komfortabel auf dem A machen wollen. Jetzt gibt es wahrscheinlich den B-Split. Also Rack wird jetzt erstmal lang durchgeschickt. Die Smoke sitzt, man faked also jetzt quasi den A-Split, wird aber dann B-Splitten. Aber wir sehen es. Dann lassen sie es doch, sie lassen sich jetzt davon beeinflussen. Und jetzt kommt der perfekte Zugriff, das perfekte Timing. Und mit vier Mann geht man jetzt da auf den B-Spot drauf. Vivo, dann die Molotov-Sätze wird rausgenommen. Und damit ist die Runde eigentlich schon fast gewonnen für Alternate. Und Rack kann sogar noch auf dem A-Spot zwei Fracks setzen. Perfekt, perfekt. Also die Runde ging sehr, sehr, sehr stark auf. Ja, Neon bringt seine Waffe durch. So, um das Ganze nochmal zu reflektieren, man hat hier viel Krach im Teppichgang gemacht. Stand mit drei Mann hier schon ready vor dem B-Spot. Danach hat Crystal den Rack hier in die Mitte hochgeschickt, die Smoke lag hier, damit er Richtung lang gehen konnte. Und vor allen Dingen der große Punkt, der wichtige Punkt war, dass hier eine Smoke hingekommen ist. Sprich, die Spieler von B und die Spieler von hier denken selbstverständlich, dass man das hier zusmoken möchte und dann Richtung A durchgeht. Das hat man aber gefaked und ist dann zur gleichen Zeit mit vier Mann Richtung B gegangen. Und da stand dann nur noch alleine der Bivo hier an dieser Position und konnte keinen einzigen Frag setzen. Und damit ist die Runde dann sofort gewonnen gewesen. Gab es gar keine Diskussions mehr, keinen Diskussionspunkt mehr. So, Mitte wurde jetzt gespeckt. Man hat da relativ zügig was gespielt. Aber jetzt sieht man das erste Mal in einer Eco Neon und Crispy offensiv gehen. Und so, dann gucken wir uns jetzt mal Crystal an, wie die Situation hier handelt. Und Neon kann den ersten Frag setzen. Also man weiß jetzt schon mal, falsche Mitte steht noch mindestens einer. Den Frag hat man gesetzt. So, was spielt man jetzt bei Alternate? Rack wird jetzt wieder auf den B geschickt. Also der darf jetzt wieder seinen Bizeps anspannen. Bisschen auf Gas spielen und zur gleichen Zeit sehen wir dann wieder den Zugriff auf den A-Spot und Neon. Oh, perfektes Timing. Perfektes Timing. Er sieht den Spieler da. Neon. Oh nein. Ganz, ganz bittere Situation. Kann da keinen Spieler setzen und jetzt ist es nur Bivo, der gegen Rack da auf dem B ist. Und Solek haben sie dann auf dem A abgestellt. Der kann jetzt ansagen, dass auf jeden Fall was geschoben wird. Und Bivo, der kippt einfach nicht. Aber Rack aimt da sogar schon Racks ab, der gerade frisch geschoben ist. Boah! Schönes Ding davon nähern. Und Solek hat er ebenso noch auf dem Schirm. Und wenn wir jetzt mal angucken bei Alternate, 27, 19 und 15 AP. Da hätte ein Strahl quasi in den Haufen gereicht und schon hätte man die Runde für sich entscheiden können. Aber Alternate, fünfte Terrorrunde auf die Inferno. Ist auf jeden Fall eine komfortable Angelegenheit, wenn man nach 7 Runden 5 gewonnen hat. So, und die nächste Equipped. Eco vorbei von Serverforge. Und Prax ist wieder in seinem Eckchen.
Crispy. Also, Rax und Crispy spielen jeweils sehr für sich. Also können sich schlecht quasi supporten, muss ich ehrlich sagen. Trotzdem haben sie da ihr eigenes Spiel, viel auf Kontrolle einfach nur. Können sich dann gegenseitig mit Granaten supporten, aber grundsätzlich spielt auf dem A-Spot jeder jede Position für sich alleine. So, jetzt schiebt Rax da Richtung B. Crispy übernimmt lang. Und Neon muss jetzt quasi kurz übernehmen. Und Rack, der ist ja schon wieder auf dem Baseboard, und tötet da erstmal den ersten Spieler wieder. Bivo zieht sich komplett zurück, aber zur gleichen Zeit gibt es den A-Zugriff. Und da war vielleicht ein bisschen zu früh, wenn Rack da den First Strike hatte. Rack hat sogar beide Spieler jetzt auf dem Baseboard clearen können. Und jetzt geht man einfach hier die 4 gegen 3 Situation ein, aber man schiebt. Und Crispy weiß das Ganze natürlich. Oh, ein Holzmove und holt beide! Das ist ganz wichtig gewesen. Unglaublich gut, wie er da die Fraction noch geholt hat. Er hat es natürlich gerochen. Er wusste ganz genau, was Alternate jetzt angesagt hat. Sie wollten rüberschieben, weil Rack natürlich die Frax hier gemacht hat auf dem B-Spot. Und jetzt kommt Crystal noch von hinten. Und das ist ganz wichtig. Aber Crystal kann auch nur einen Frax setzen. Und Rack hat die Bombe da. Und Fuchs warum down. Und nur noch 5 Sekunden. Selbstverständlich wird sich Neon da nicht mehr zeigen. Und Alternate verliert die Runde. Ganz, ganz, ganz bitter. Aber das ist halt der Punkt, wenn man einen Fake spielt. Man hat Rakdos als Fake einfach nur auf den B geschickt und der holt halt beide Fracks. So, dann ist der B-Spot clear. Und zwar ein bisschen zu früh würde halt der Go auf den A-Spot eingeleitet. Und schon sind selbstverständlich die Spieler stehen geblieben von Team Server Forge. Und das ist natürlich Crispy hier hinterher gast und dann der Spieler quasi auf Lang, den nicht auf dem Schirm hat. Das ist natürlich eine unglückliche Situation, aber sehr, sehr stark von Crispy gemacht. Hat damit auf jeden Fall die Runde entschieden, weil er die Bombe auch noch down schießen konnte. Und damit Rack den B-Spot aufgeben musste. Und Crystal nicht genug holen konnte. So, Rax wieder in seinem Gammel-Eckchen. Und jetzt gibt es wieder den klassischen B-Go. Zur gleichen Zeit Rack auf dem A. So, und wie spielen sie diesmal? Asmo wird alleine City West durchgeschickt, der Rest wartet jetzt erstmal noch. Aber Crystal, der kann ihn setzen. Asmo kann trotzdem jetzt den Baseball zusammen mit seinem Mate clearen. Und Rack mit 7 HP jetzt doch nochmal Richtung B verschoben. Asmo, lol, haut da den Strahl durch und damit fallen die Bretter. Und Asmo holt da das 3K innerhalb von wenigen Sekunden. So, Eco bei Serverwatch. Und Neon schon wieder mal die komplette Map umrundet quasi. Mit seiner P2000 Scorpion. So, und Rack ist natürlich dann gefundenes Fressen für ihn. Der wird auch nicht mehr schnell genug schieben. Denn bleiben wir trotzdem jetzt mal fokussiert hier auf Neon. Na gut, jetzt wird ja gerade der B-Zugriff gemacht. Nein, aber gehen wir doch auf den B. Trabe mit dem ersten Frag und dann ist da noch der werte Rax. Der hier eventuell den einen oder anderen Frag setzen kann. Nein, Rax ist ja noch nicht erfolgreich. Rack aber. Was war das denn? Ein Ultra-Headshot. Und Asmo gast da durch die Smoke durch. Kann den ersten Spieler holen. Und versucht dann sich wieder hier im Laufen rumzusprayen, wie er es eben schon gemacht hat. 3K gesetzt hat. Und es funktioniert. So, damit 7 zu 3 overall für Team Alternate schon. Nächste Eco Team Server Forge. Was spielt man? Man splittet hier auf. Falsche Mitte komplett offen gelassen in diesem Augenblick. Ah, wir sehen wieder Neon. Der rennt da wieder seine 80 Kilometer.
Und umläuft hier wieder die ganze Welt. So, Solek Asmo, schon sehr viel Gas gespielt auf dem B-Spot da. Schieben wir jetzt zurück. Und der einzige Spieler, der jetzt noch auf A fokussiert ist, ist Crispy. Oh, was ein Timing! Ein ganz bitteres Timing. Jetzt hat man den A-Spot auf jeden Fall clear, aber Neon, der kommt von hinten und kann sich jetzt Asmo ganz lässig wegpicken, holt sich den Frag. Ja, und damit rechnet man natürlich nicht, dass Neon da jetzt schon so weit vorgerusht ist, also so weit vorgepusht ist. So, 4 gegen 4 Retake. Neon mit Einzige mit Waffe, behält sie aber. So, Nick holt den ersten. Felix auch gut Damage gemacht gegen Action Zone. Ja, dass Neon jetzt nochmal spät kommt, weiß nicht, ob ich das so klug sehe. Ja, und Felix unterstreicht es mit dem letzten Headshot. Und wir schauen uns auch mal die Frag-Statistik an der beiden Teams. Silverforge, Crispy und Neon führen die Liste an mit 7 Frags. Bivo 6, Rax 4 und Straven 3. So, Asmo schreibt auch, wo kamst du denn her? Du Tunnelgräber. Und Alternate hat Felix vorne mit 9 Frags, Rack 12, Asmo 10 und Crystal und so, der jeweils mit 6 Frags auf der Statistik. So, First Frag von Rax, ganz wichtig jetzt hier. Ein bisschen den Aufbau von Alternate gestört. Offensive Akzente gesetzt, das hat funktioniert in diesem Augenblick. Die Frage ist, was macht man da draus? Spielt man jetzt defensiv? Wo stellt man die AWP hin? Die ist komplett rotiert und steht wieder an selber Position. Gerade nur sehr riskant, ich weiß nicht, doch, nee, Crispy deckt jetzt gerade den Döner. Das wäre ein bitteres Timing, wenn Rax da einfach geholt wird. So, und jetzt sehen wir wieder hier einen gesplitteten Aufbau, Crystal alleine in der Mitte zu dritt. Alternate Richtung B, also man spielt da jedes Mal den Split, lässt keine Position offen. So, und hat er den Frag? Ich habe es nicht gesehen. Nein, hat den Frag noch nicht. Jetzt ist er aber down, aber wer steht da noch mit auf dem Spot? Das ist Straven. Und Straven hat hier noch die Kontrolle. Straven mit dem ersten Frag, ganz, ganz wichtiger Frag von ihm. Zieht sich jetzt komplett zurück und jetzt hat man die 2 gegen 4 Situationen. Ja, Rack wird da jetzt auch schon rausgenommen. Und wenn Crystal die Bombe durchbringen kann, ist es schon das Maximalziel, was er hier rausholen kann. Sehr schön. Geld nimmt man zumindest mit für die nächste Runde. Aber trotzdem gibt es eine mehr auf dem Zähler von Team Silverforge. Ja, ja. So, Rax veraimt da, wollte aber eigentlich B auch wieder den Frag setzen mit seiner AWP. Boah, ein Asmo, sehr schön, ey. Rax wollte da einfach nochmal zu viel facen und kriegt dann das Brett ins Gesicht. So, und wird, ah ne, Crispy kippt nicht, der steht da an der Action. Und Neon umläuft schon wieder, Neon mit dem Timing, Neon holt den ersten, hallo, Neon den zweiten. Und Neon kommt sogar noch weg, sehr schön gespielt von ihm. Und schon holt er da ganz, 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 ganz wichtige Frags für sein Team. Asmo mit einem perfekten Timing. Hat die Steps gehört, glaube ich, im Seitengang. So, und Asmo muss jetzt spielen dürfen. Solek darf eigentlich nichts machen. Muss jetzt nur Richtung B kommen. Boah, und was für eine gute Position. Wie gut er das eingenommen hat, die gute Straven. Also perfekt. Ist dann sogar nicht mehr anfällig auf Asmos Spielweise. Jetzt kriegt er hier die supportende Granate. Flash kommt. Boah, perfekt gespielt. Auch wenn er nicht hundertprozentig blind war. Aber wo soll er sonst auch sein? Also man konnte perfekt ausschließen. Das war ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel von den beiden. Solek und Asmo. Gefällt mir extrem gut. Crispy. Instant Headshot. Damit muss Solek 1 gegen 2 mit AWP agieren. Und das ist schwierig. In einer Ecke AWP komplett eingepfercht. Das ist fast nicht machbar. Ja, und dann hat man auch noch genug Flashbangs, um Solek da komfortabel rauszunehmen.
und damit die fünfte Runde für Team Server Forge. Trotzdem, also, wie die das da gespielt haben, sehr, sehr stark. Beide Teams souverän runtergespielt. Das Beste aus der Situation jeweils gemacht. So, Rax mit AWP möchte wieder in der Mitte den Frag setzen, wird aber jetzt wieder abgeflasht. Trotzdem, mal gucken, ob er rumzieht. Und er holt den Frag. Ganz wichtiger und starker Frag, da hat er die Balls gehabt. Wenn du da kippst, wirst du von deinen Mates geflamed und bist der Noob des Jahrtausends. Wenn du dann den Frag holst, bist du Genius. So, Rack hat wieder so eine Bizeps-Position. Bulldoggen-Posi, aber wurde von Crispy jetzt mit einer einfachen Flash rausgenommen. War noch nicht mal blind, hat er eher veraimt. So, und Rack ist jetzt wieder mit der AWP. Oh, was hat er für ein Timing-Pech. Jetzt faced er wieder zu viel. Also, da hätte er dann wahrscheinlich wieder den Frag von, den Headshot von Asmo ins Gesicht bekommen. Ah, ne, Asmo ist auf dem Baseboard, verzeiht. Gute Laufwege aber auch von ihm. Stellt sich mit der AWP jedes Mal neu auf. Wird aber jetzt von Crystal von der Seite weggenascht. Und jetzt muss Solek den Frag haben, aber Crispy zu stark, zu souverän in dem Augenblick. Ja, und Asmo ist eigentlich jetzt quasi schon die... Ah ne, der ist geschoben. Das heißt, beide sind wieder auf sich alleine gestellt. 15 Sekunden nur noch auf der Uhr. Asmo holt beide Frags. Crystal kann die Bombe jetzt picken und damit kommt er noch zum Plant. Ganz, ganz eng, ganz, ganz eng. Aber schafft es, damit 2 gegen 1 Situation. Bivo, gut, Crystal noch mit einem HP. Oh, und sehr schöne Granaten, die da geworfen werden. Sehr, sehr schöne Granaten, die sie da werfen. Da zeigt sich Crystal zu früh. One-on-One-Situation. Bombe liegt natürlich perfekt für Asmo. Ah, und jetzt ist die Runde gegessen. Kann jetzt nur abflashen, versuchen die Bombe zu defusen, aber es bringt nichts mehr. Vielleicht hätte die Waffe auch durchbringen können, dann hätte er jetzt noch ein bisschen mehr Equip gehabt, weil so hat er noch 2,5 auf der Uhr. Ja, 9. Runde für Alternate und letzte Runde für diese Halbzeit. Drückt da nochmal schön den Headshot mit der AWP. Also oftmals den First Track jetzt auf Seiten von Server Forge. Alternate kann trotzdem noch die Runden immer drehen. Und Rax wieder mit AWP, der aimt jetzt schon wieder. Was kann, ich bleibe auf Rax. Rax auf jeden Fall hier sehr, sehr dominant auf der Map. Zeigt sich überall, versucht jedes Mal die Frags zu ziehen. Also Schlüsselpunkt ist er auf jeden Fall im Moment, mit seinen First Tracks auch vor allen Dingen. Und Crispy ja sowieso, wie man schon an der Frag-Statistik sehen kann, ein Garant für die Frags. So, und jetzt Crispy auf lang, hat jetzt das Duell gegen Rack. Und zur gleichen Zeit schiebt auch Rack sie darüber. Trotzdem, man steht noch mit 2 Mann auf dem Baseboard, aber schlüssig ist man sich noch nicht. Bleiben wir auf Bivo, 12 HP bei ihm. Bivo rausgenommen. Raven rausgenommen. 2 gegen 2 Situation. Dabei ist Crystal aber derzeit nicht alleine auf dem Spot. Muss jetzt auf sein Mate warten. Nein, er legt einfach. Weil Rack jetzt auch schon rechtzeitig da ist. Und jetzt muss man auf Frag gehen. 3 gegen 2 Situation. Granaten hat man keine mehr bei Server Forge. Die einzige wurde jetzt gefallen. Und oh, jetzt sehr schöner Laufweg, den sie da haben. Trotzdem müssen sie jetzt quasi die Bombe wieder retaken, aber die Bombe liegt so offen, da kann man eigentlich nichts gegen tun. Rax mit dem ersten Frag. Und Rax mit dem zweiten. Also, 6. Runde kann Server Forge sich dann doch noch gönnen.
Und damit das Halbzeitergebnis 9 zu 6. Solide Terrorleistung von Alternate, aber auch gut aufgestellt von Serverforge. Vor allen Dingen First-Track-Situation immer gut gemacht und Crispy seine Position auch sehr stark gehalten. Aber dieses Blitzspiel von Alternate, was sie jedes Mal gemacht haben, hat gut funktioniert. Ging auf und akzeptieren wir für die Zukunft. Gut, dann feuert nochmal eure Teams an, spannt den Bizeps an, bisschen das Trollface und dann geht es los in die nächste Halbzeit hier. Auf geht's, Halbzeit Nummer 2. So, man spielt einen Contact in die Mitte. Bibo kann den ersten Frag auf kurz ziehen. Der Langspieler ist auch schon sehr low. Hat man beide jetzt rausgenommen. Und Felix ist der letzte Überlebende auf dem A-Spot. Komplett gecleared. 5 gegen 2. Da muss man mit 2 Mann jetzt retaken. Kann man schon überlegen, ob man nicht die Granaten durchbringen möchte. Ja, das tun sie, glaube ich, auch. Ja. Also, sie safen die Granaten. Und behalten diese lieber für sich. Beziehungsweise Rack sogar mit seiner P250. Aber so doof sich das anhört, für Granaten zu saven, aber da ein Retake zu spielen in der Pistol, wo sofort der Spot geklärt ist, wo sie komplett offensiv gehen können, weil der Spot einfach in kürzester Zeit gepickt worden ist, das macht keinen Sinn. Da kann man die Runde nicht mit gewinnen. Und dann ist sogar das Saven von Pistols bzw. von Granaten die bessere Variante. So, Anti-Eco kann man nichts Besonderes zu sagen derzeitig. Rack, dem juckt schon wieder in den Fingern. Der möchte auf jeden Fall aktiv sein in der Runde. Kann sich da nicht auf eine abwartende Position stellen. Na, und jetzt hat man ihn auch gespottet. Mal gucken, was für Granaten kommen. Rack steht aber einfach nur close distance. Rack zieht rum. Rack macht den ersten Frag. Ja, und damit hat er diese Position hat sich ausgezahlt. Konnte den ersten Frag setzen. Und hat auch noch Flashbangs, um gegenzuhalten. Die Frage ist, schiebt man jetzt weg? So, eigentlich wäre jetzt eine super Position, die einfach die Mitte mal kurz zu kontrollieren. Aber man bleibt auf dem A stehen. Lässt sich nicht großartig davon beeinflussen. So, Rack aber jetzt in die Asmo jetzt aber rübergeschoben. Und man wird jetzt den B-Zugriff machen und da steht man nur zu zweit. Trotzdem mal sehen, was sie für Flex setzen können. Vor allen Dingen auf Rack bin ich gespannt. Oh, Headshot da. Rack mit dem nächsten Refrag. Rack mit dem dritten Frag. Jetzt kann er hier vielleicht sogar noch den vierten Frag. Wow, und hätte fast hier das Anti-Eco-Ace geholt. Richtig stark von Rack. Richtig starkes Ding hier. Und Asmo cleart den Fight. Und die Eco gehört Alternate. Richtig sick. Richtig, richtig, richtig sick. Aber es ist nicht nur Racks Verdienst, sondern die Doppeldeckung. Er hat abgewartet bis hier die Position, die nur diese Linie sieht, bis die schießen. Natürlich geht dann der Fokus Richtung Kabeltrommel und in der Zeit kann der Y-Spieler komfortabel rumziehen und die Flex machen. Aber das war jetzt echt stark hier. Also das gefällt. Das gefällt, meine Freunde. Ja, Asmo zieht einfach mal rum, drückt das Ding hier. Boah, und jetzt kassieren die aber auch die Klingeldinger, ey. So, B-Zugriff. Und Crystal kann rausgenommen werden. So, wenn Rack jetzt kippt, dann wird es hier wieder problematisch für die Jungs. Aber Rack, der steht wie eine Bank gerade. Bivo kommt nochmal von hinten. Kann den B-Spot erstmal clearen, aber Solek schon extrem viel da. Und damit die 11. Runde für Alternate. Safe.
So, und ich möchte mich an alle Zuschauer wenden und mich entschuldigen für die Lags. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Ich denke, es ist ein Twitch-Based-Problem, weil ich sehe auch hier immer an den Zuschauerzahlen, die droppen teilweise von 900 einfach mal runter auf 500 und sind eine Sekunde später wieder oben auf 900. Also, das ist also total, total absurd, was jetzt hier schon wieder stattfindet. Aber es gibt ja auch viele Events. StarCraft 2, glaube ich, mit 90.000 Zuschauern. LOL wieder mit 1 Milliarde Zuschauern ungefähr. Also, ich hoffe, dass der Stream trotzdem schaubar ist für die, die lagfreie Qualität sehen, und hoffe, dass es jetzt im Laufe der Zeit gefixt wird. Ihr könnt mal auf den Schraubenschlüssel klicken, vielleicht wird da ein bisschen drauf geachtet, wenn der Schraubenschlüssel ein paar Mal geklickt wird. Und hoffe sonst trotzdem, dass wir hier auf ein schönes Spiel noch zurückgreifen können. So, jetzt diesmal Asmo und in der Gammelposi. Also die Rippen jetzt gerade kontrolliert. Und er könnte jetzt mit Timing, könnte er. Hätte, Fahrradkette. Kann man jetzt natürlich wieder rumlabern, so viel man möchte. Und er braucht jetzt gleich hier die Support Flash. Die Support Flash muss jetzt kommen. Jetzt muss die Support Flash kommen. So. Nummer 1. Und Asmo im Laufen. Diesmal ist er nicht erfolgreich gewesen. Aber Solek ist da. Der kann die 2 wegangeln. Und jetzt sehen wir da Crystal und Rack wieder mal. Oh, und Rack ist auf einer Bizeps-Position. Kann aber den Frag nicht setzen. Und Crystal! Ganz bitter daneben geschossen. Ah, aber den hat er noch geholt. Dann ist es Crispy alleine gegen 3. Der kann zumindest die Bombe legen. Und Crispy macht es richtig. Pusht natürlich eine Seite offensiv. Er spielt sich jetzt sogar noch die Vorteilssituation krass. Krass von Crispy. Krass, was Crispy hier jetzt gerade leistet. Und Crispy zieht sofort rum und holt den dritten Track. So stark von Crispy. 4K bei ihm. Dass er dieses 1-on-3 hier noch runterspielt, das ist richtig, richtig Weltklasse. Also da kann man wirklich nur den Bizeps anspannen. Sehr, 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 sehr krass von Crispy. Also da möchte ich wirklich mal einen Daumen hoch sehen oder ein Herz für Crispy hier im Twitch-Chat. Shoutout für den Mann hier. 1-on-3. Und holt sogar 4K overall in der Runde. So, Raxesh setzt den fracking Asmo, Solek aber am Start. So, ein Crystal. Kontrolle in der Banane. Kann jetzt natürlich bedrängen. Ja, genau das ist es. Wird auf dem falschen Fuß erwischt. Wurde da predicted. Und Rack, der stellt sich trotzdem nochmal Close Distance auf. Der Rack ist halt wirklich der Smoke Boy. Der nutzt die Smokes jedes Mal für sich. Sagt nur die schöne Position, die er sich da. Okay, das war ein kleines Lenkrad. Das muss man dann auch mal eingestehen. Da ist er mal kurz gegen den Baum gefahren, aber trotzdem, worauf ich zu sprechen kommen wollte. dass er die Smokes für sich immer sehr gut nutzt. Ich sag nur die Position hier am Teppichgang, die er früher mal in Pistols gespielt hat. Smoked sich hier selber rein, hockt sich dann an diese Position und blockiert quasi den Ausgang. Nett von Vivo. Dann nochmal kurz den Sponsor hochleben lassen. Ja, wir sehen es jetzt. Alternate ist in der Eco. 2 Waffen, die sie haben. Felix und Solek. Und die Frage ist, können sie mit den 2 Waffen die Runde entscheiden? Können sie dann noch was anstellen? Oder kann Server Fort sich hier die 10. schon klar machen? So, Felix sieht es offensichtlich in der falschen Mitte, da wird aber abgeaimt. Und holt den Frag. Stark. Ja, also Straven eigentlich mit der Vorteilsposition, aber keine Chance dagegen. Felix, der da einfach mal richtig krassen Headshot setzt.
Und sowas ist immer ganz bitter, da regt man sich auch sehr auf anstelle von Thraven. Das kratzt so ein bisschen immer an der Confidence. Man sieht Thraven auch noch nicht so 100% im Spiel, nur 6 Fracks bei ihm. So, Molotov kommt Richtung B jetzt gleich. Zuge findet statt, aber man hat sich darauf eingestellt, steht defensiv. Erster Frag Crystal. Rack, zweiter Frag. Rack. Gib dem Kerl doch nur eine Pistole. Was macht der Kerl dann immer da mehr? Stark, Mann! Also echt. Heftig, 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 heftig. Was er da drückt. So, Asmo wird rausgenommen, aber Rack steht halt noch. Rack immer noch Full Fokus. Wird jetzt auch rausgenommen. Jetzt hat man hier die 2 gegen 3 Situation. Waffen aber noch nicht gepickt. Crystal ist früh da. Ja, und Thraven kommt von hinten. Wird aber auch wieder rausgenommen. Also der arme Kerl, der kommt da fast gar nicht mehr ins Spiel. Wir gehen mal kurz auf die Frag-Statistik ein. Also Alternate 24 Frags bei Rack. Asmo mit 21 hinterher und Crystal, Felix und Solex teilen sich danach die Position mit 12 Frags. Silverforge, Crispy ganz vorne mit 20 Frags. Rux mit 15 Frags, Bibo mit 13, Neon mit 11 und Thraven mit 6 Frags. Und das ist natürlich etwas zu wenig nach 22 Runden. No Offense da an ihn. Thraven für mich ein sehr sympathischer und guter Spieler. Aber muss man trotzdem hervorheben. Ja, Aufbau derzeitig Standard. Bivo alleine für die Banane zuständig. Das macht man hier, versucht die Mitte erstmal einzunehmen, smoket sich hier ab. Man versucht jetzt doch hier noch ein bisschen Kurzdruck zu machen. Da steht Felix aber. Und Felix, der wird was anderes sagen. Der wird die nicht durchlassen möchten. Wir wollen, haben, sein, können. Der wird sie nicht durchhaben möchten. Ja. Das sind dann wieder die Sprachfails, die hier mal zwischendurch kommen. So ein Rack wieder mal Bizepsposition. Möchte unbedingt immer so viel leisten wie möglich. Ja, und unerwartet wurde eben gesagt. Mal sehen, ob sie jetzt die Rack-Position auch checken. Ob man die Smoke da sieht. Aber ja, selbst wenn man sie einsieht, Rack, der gönnt sich hier. Rack gönnt sich hier richtig. Ja, und Thraven schon wieder LMS. Kann halt einfach mal gar nichts machen, wenn Rack da wieder ausraktiert. Dann fliegen die Bretter und der Bizeps. Und das ist einfach nur krass. Also, ne? Ich sag mal, es war auch sehr glücklich jetzt für ihn trotzdem. Er setzt die Frags jedes Mal. 28 mittlerweile auf der Uhr. Ja, und Thraven kann dann nur noch die Waffe durchbringen. Und man sieht es, Alternate hat mit 5 Mann überlebt. Perfekt fürs Money Management. Und Rack schreibt schon, wo ist mein Ace? Also nochmal ein bisschen Salz in die Wunden reiben. Und Thraven hatte Angst. So, und für alle, der Anhänger von Rack'n'Roll, der macht heute echt seine Arbeit. So, Solek, perfekte Position gehabt, super Vorteil, veraimt es aber einfach. Das ist immer eine ganz, ganz besonders knifflige Situation. LMS, nicht aus dem deutschen Rap, mit dem deutschen Rap zu verwechseln, sondern Last Man Standing. Und der Bizeps, zu dem habe ich eine große Affinität, von einem Sympathie, was Pascha angeht, und dann lange Zeit
unter der Flagge von Wasp immer damit rumgescherzt, mit Gerdes und mit Tobi. Dementsprechend benutze ich den Begriff sehr gerne und oft. So, Onspot wird eingenommen. Felix kann den Frag setzen. Rax ist schon auf dem Spot, aber wirklich, die Frags fahren da jetzt gerade nicht. Man ist jetzt zu zweit Onspot und man wird jetzt dagegen drei Retake halten müssen. Ja, und jetzt sollte man auf jeden Fall auf seine Mates warten. Können sie, ich weiß nicht genau, wissen sie es schon, dass sie da zu zweit stehen sollten? Zugriff kommt, man zieht da rum. Letzter Spieler auch bekannt, ja, und man kann nicht mal einen Spieler von Alternate noch rausnehmen. 15. Runde ist safe und man hat 6 Map-Bälle des heutigen Abends.